Hallo zusammen zu einem weiteren Special Video. In diesem Video möchte ich euch meine Top 10 der kostenlosen Programme für den iPod Touch und iPhone und, wenn man will, iPad zeigen. Aber wir fangen einfach mal mit dem 10. Platz an, und zwar ist das bei mir billiger.de. Ich denke, jeder kennt diese Suche billiger.de. Es gibt auch eine, die heißt günstiger.de, auch auf dem iPod, aber die finde ich nicht so schön. Diese ist wirklich besser geraten. Wir können jetzt hier mal einfach einen Produktnamen eingeben. Wir können ja mal ein III PC 1005 HA nehmen. Das ist das Modell, was ich habe. Dann suchen wir einfach mal danach. So, und da hat das hier gefunden. Ja, der hier sieht doch schön aus mit Windows 7. Dann öffnet der im Safari. Er geht aus der App raus und öffnet im Safari-Browser dann hier die mobile Seite, und dann kann man hier direkt Testberichte, was man jetzt so genau sehen will und wo das hier gefunden wurde. Wir können hier jetzt einfach draufklicken und dann wird man direkt zu der Seite geleitet, wo das Produkt dann gekauft werden kann. Also ich finde das schön gemacht. Man kann halt auch direkt die mobile Seite aufrufen, aber so hat man das als App, und ich benutze das auch öfter, denn ich finde das wirklich sehr nützlich. Platz Nummer 10, wir kommen zu Platz Nummer 9, und zwar ist das auch eine mobile Seite sozusagen, und zwar Amazon.de. Ich denke, jeder kennt das. Hier unten hat man erstmal 5 Reiter, einmal hier die Homepage, wo man direkt suchen kann, und hier werden dann einmal die Top-Artikel der Kunden präsentiert, und wenn man mit seinem Account eingeloggt ist, ich habe mich jetzt hier, man sieht es hier unten, nicht eingeloggt, damit ihr meine Account-Daten und so weiter nicht seht. Deswegen wird einem hier dann auch auf der Grundlage der gekauften Artikel und in der Wunschliste werden dann hier auch Artikel präsentiert. Hier ist nochmal eine ausführliche Suche. Ich habe hier mal nach iPad gesucht. Da findet ihr jetzt aber leider nichts. Hier ist wieder mein oder ein anderes Netbook. Und hier ist ein MacBook. Da können wir einfach mal drauf gehen. Hier ist ein portables Netbook. Auch mit Touchscreen. Da können wir uns hier jetzt einfach mal mehr Bilder angucken. Sehr, sehr schön gemacht. Und hier kann man dann einmal mehr Informationen, einmal zu den Produktfeatures, Kurzbeschreibung, Details, das ist immer das gleiche. Schön präsentiert, auf den Bildschirm angepasst. Sehr, sehr schön. Und hier kann man dann auch noch neue gebrauchte Artikel, Kundenrezensionen und so weiter. Ich finde das richtig schön gemacht. Das hier beinhaltet auch One-Click. Und wer ein iPhone hat, der kann das hier nutzen. Und zwar funktioniert das so, sie fotografieren etwas, das sie sich merken möchten, und dann werden die Fotos bei Amazon gespeichert, und wenn es dann ein Produkt ist, wird das dann herausgesucht, und ja, das heißt, ich könnte hier meine Maus zum Beispiel fotografieren, die ich am Computer nutze, und das Programm würde das dann erkennen und sie mir dann nochmal vorschlagen. Und hier hat man dann noch Empfehlungen, Wunschzettel, mein Konto und so weiter. Das werde ich euch jetzt nicht weiter zeigen. Für alle die öfter auf Amazon auch mobil unterwegs sind, empfehle ich diese App auf jeden Fall. Und wir gehen auch gleich bei einem anderen sehr, sehr nützlichen Programm weiter, nämlich mit Instapaper Free. Mit Instapaper Free kann man den Inhalt von Webseiten speichern. Man kann sich aussuchen, ob man die Bilder auch noch dazu haben will oder nur den Text. Ich nehme meistens lieber den Text, weil das schneller geht. Ich glaube, es ist dann auf 10 begrenzt, weil das die Lite-Version ist. Aber zum Beispiel habe ich mir hier mal was von GameStar einfach mal die Hauptseite runtergeladen. Einfach mal, um das auszuprobieren. Man muss dann hier in Safari so eine kleine Sache installieren. Hier steht, wie man das alles machen muss. Funktioniert wirklich sehr, sehr einfach. Man hat dann hier seinen eigenen Account, den man vorher noch erstellen muss. So, wie funktioniert das? Wenn man das hier, man hat hier dann so ein kleines Bookmark, Lesezeichen, Instapaper, Read Later, wenn man das dann installiert hat. Wir gehen jetzt hier einfach mal auf Touchmania und suchen mal 10 Gründe, warum das iPad doch nicht floppen wird. Gehen wir hier mal auf Weiterlesen. Und wenn ich den Artikel jetzt lesen möchte, aber keine Zeit dafür habe, dann gehe ich hier unten einfach auf Lesezeichen, dann auf Instapaper, Read Later. Und dann sieht man hier Saved, jetzt ist es schon fertig. Jetzt muss ich einfach nur wieder in Instapaper gehen und das hier einmal neu laden. Jetzt sieht man hier unten auch gleich Updating, und da dürfte jetzt gleich
der Name stehen, wenn das alles jetzt so klappt und meine Internetverbindung schnell genug ist. Wenn es denn schnell genug ist. Sonst erscheint hier unten dann halt einfach der Name. Da steht dann 10 Gründe, warum das nicht floppen wird. Genau das, was wir gerade hatten. Dann lädt er das hier drauf und dann kann man sich das hier einfach angucken. Sehr, sehr einfach, funktioniert auch meistens sehr, sehr gut, nur mein Internet ist nicht immer das Tollste. Naja, wir gehen weiter zu Platz Nummer 7 und das ist TV Select, powered by TV Digital. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne App, wenn ihr euch einfach mal das heutige Fernsehprogramm anschauen wollt. Ihr könnt einmal hier eure Übersicht, ihr könnt auch jeden einzelnen Sender, ihr könnt auch welche dazu nehmen, welche wegnehmen. Ihr könnt euch das einmal heute angucken, morgen und übermorgen. Dann gibt es noch hier Tipps der Redaktion. Einmal Fußball hier. Man kann auch weiter draufklicken. Sollte man, da, dann erhält man hier auch weitere Tipps. Man kann das hier auch Sender, jeden einzelnen Sender, dann kann man auch das aktuelle Programm hier sehen, da durchscrollen. Das funktioniert wirklich sehr, sehr einfach. Und unter mehr kann man dann halt hier noch viele verschiedene Sender auswählen, die noch verschieben. Dann kann man auch die Schriftgröße ändern, ich habe es klein eingestellt und dann noch eine Primetime festlegen oder jeweils die aktuelle Zeit. Wenn man hier jetzt mal guckt bei der Übersicht, hier ist jetzt Primetime 20.15 Uhr, weil ich das am besten finde. Ich könnte aber auch die aktuelle Zeit nehmen. Wenn man dann hier zurückgeht, sieht man hier die aktuelle Zeit. Ich finde das Programm wirklich gut, um einfach mal so einen kurzen Überblick zu kriegen, was jetzt so im Fernsehen läuft. Da würde ich das hier auf jeden Fall empfehlen. Und jetzt habe ich eine App, die auch für Leute, die viel mit Englisch zu tun haben und für Schüler vor allem interessant ist, und zwar ist das dict.cc. Ich nutze sonst ein kostenpflichtiges Programm, was ich auch noch in einem Video vorstellen werde, aber das hier ist auch relativ gut. Ihr habt jetzt einmal Eingabe Deutsch, das heißt, ich suche jetzt einfach mal nach, wonach suchen wir denn, nach Produkt. Ich denke, jeder weiß, was das dann auf Englisch heißt. Hier Produkt, da klicke ich dann drauf und dann bekomme ich hier ein paar Vorschläge. Product, das ist natürlich das, was ich als erstes hier verwendet hätte. Ich kann dann hier auch, jetzt habe ich ein deutsches Wort gesucht und dann muss ich hier halt auf das deutsche Wort klicken und dann bekomme ich es erst angezeigt, was ich nicht so schön finde, weil ich würde lieber nach Produkt suchen und dann direkt hier das Englische angezeigt kriegen, aber naja, man kann nicht alles haben und ich kann dann natürlich auch englische Wörter übersetzen. Wir können es ja mal rückgängig machen. Produkt draufklicken und dann erhält man hier Ware, Produkt und so weiter. Wirklich eine sehr, sehr nützliche App. Ich kann die jedem, der viel mit Englisch zu tun hat, wirklich nur empfehlen, besonders weil sie kostenlos ist. Ja, dict.cc. Wir kommen zu den Top 5 und zwar starten wir auf Platz Nummer 5 mit Backgrounds. Und das ist wirklich eine App, die ich auch schon seit sehr, sehr langer Zeit auf meinem iPod habe. Damit findet ihr immer passende Bildschirmhintergründe oder mehr Startbildschirmhintergründe, so gesagt, für euren iPod. Ihr könnt hier durchgehen, jetzt werden hier oben drei Kategorien sozusagen vorgeschlagen. Wenn euch irgendwas gefällt, gefällt mir hier gerade was, nehmen wir einfach mal das hier. Einfach draufklicken, könnt ihr auch noch warten, bis das angezeigt wird. Könnt nochmal reinzoomen, wenn ihr wollt. Das wäre das und dann klickt ihr hier einfach auf Sichern. Und dann wird es einfach in eure Fotos gespeichert. Dann. Und ihr könnt hier auch noch selber suchen, was aber nicht immer so schön funktioniert. Dann unter Populär, könnt ihr dann welche sehen, die im Moment sehr, sehr häufig runtergeladen werden. Und es gibt noch zig verschiedene Kategorien für alles und jeden. Das heißt, da findet ihr auch auf jeden Fall was. Für alle die, deren Stahlbildschirmhintergründe, wunderschönes Wort, nicht ausreichen, das hier auf jeden Fall runterladen. Da wollte ich jetzt nicht rein. Wir kommen zum Platz Nummer 4 und zu iLiga. Für alle Fußballfans, das hier ist die Fußball-App, die ihr braucht. Ich habe jetzt hier Bundesliga eingestellt, hier oben auf Liga könnte ich auch noch verschiedene Ligen und auch DFB-Pokal und sowas auswählen. Ich bleibe bei der Bundesliga. Hier sieht man die Spieltage. Ich habe hier hinten, ihr seht hier, Dortmund ist immer vorne, habe ich eingestellt, ist mein Lieblingsverein. Deswegen kann ich hier jetzt einfach draufklicken auf den Spieltag und dann kriegt man hier eine Übersicht über alles. Man kann das auch neu laden, aber im Moment läuft hier halt nichts. Das heißt, man hat hier auch noch so eine Art Live-Ticker.
Man hat eine Tabellenübersicht, was ich sehr, sehr cool finde, die auch wirklich gut gelungen ist. Man hat News, immer wieder aktuelle, kann man draufklicken, dann bekommt man hier ein schönes Bild mit schönem Text. Radio, was wirklich eins der Hauptfeatures ist, das heißt, jedes Fußballspiel wird hier live übertragen. Da könnt ihr euch das dann einfach per Livestream anhören. Ihr braucht relativ schnelles Internet, damit das flüssig läuft, aber ich denke, das dürfte funktionieren. Und hier unter mehr habt ihr dann noch Einstellungen, Blog. Ihr könnt euch euren Verein einstellen, so wie ich das mit meinem gemacht habe. Holt euch das Ding, das ist auf jeden Fall die beste Fußball-App, die ich bislang so gesehen habe. So, jetzt kommen wir schon zum Platz Nummer 3 und das ist bei mir Focus Online, weil ich immer gerne aktuell dabei bin. Und ja, wirklich eine sehr, sehr schöne App. Man hat hier erstmal aktuell so eine Übersichtsseite mit allen wichtigen Sachen. Dann fangen hier unten schon die Kategorien an. Hier ein schönes großes Bild. Man hat hier noch einen Währungsumrechner, den man aber nicht unbedingt braucht. Videos. Da kann man sich dann auch immer ein bisschen was Aktuelles angucken. Es sind auch immer relativ brauchbare Qualität. Fotos, was ich mir immer gerne angucke. Da steht dann immer, wir nehmen jetzt einfach mal hier irgendwas, steht dann hier halt immer, man kann sich das auch noch im Breitbildformat angucken, reinzoomen geht leider nicht, aber man kann ja dann hier einfach durchgehen. Und unter mehr habt ihr dann hier nochmal die ganzen einzelnen Kategorien, digital interessiere ich mich ziemlich für. Und hier habt ihr noch eine wunderschöne Suchfunktion und ihr könnt auch euch die Sachen auch noch runterladen, was bei mir aber nicht so super funktioniert. Ja, das ist auf jeden Fall die richtige App, wenn ihr unterwegs oder wenn ihr sowieso mal auf dem neuesten Stand bleiben wollt. Und jetzt Platz Nummer 2 ist für mich Echophone für Twitter. Hier seht ihr schon, hier ist alle Leuten, die ich folge. Hier ist so eine Übersicht im Menü. Kann man noch hier mehr einstellen. Hier sieht man mein Profil. Ihr könnt mir auch ruhig auf Twitter folgen, wenn ihr wollt. twitter.com/knetnack. Hier hat man noch welche, die an mich gerichtet sind und hier noch private Nachrichten, da werde ich jetzt nicht drauf gehen. Listen kann man hier noch machen, habe ich mir aber nicht angelegt. Man kann hier noch nach was suchen, zum Beispiel suche ich mal nach iPad, das aktuelle Thema hier. Und hier sieht man schon ziemlich viel über das iPad. Ja, mehr kann man euch auch kann man nicht zeigen, weil es ist einfach ein grundsolider Twitter-Client. So, ich kann jetzt hier einfach mal twittern, bin gerade, na, muss ja auch nicht sein, würde jetzt zu lange dauern. Auf jeden Fall, das hier ist für mich der beste kostenlose Twitter-Client. Wenn ihr selber gerne twittert, dann holt euch den. Es fehlen zwar viele zusätzliche Features wie Twitlonger und sowas, aber für den grundsoliden Twitterer reicht's. Und jetzt Platz Nummer 1, ihr seht schon oben in der Ecke, ist für mich nach wie vor Pandora Box. Mit dieser App könnt ihr sehen, welche Programme gerade kostenlos oder welche Apps gerade kostenlos sind, angesagt sind, reduziert sind. Hier seht ihr einmal Featured, was hier gerade angesagt ist. Dann hier auf On Sale könnt ihr einmal sehen, welche kostenlos sind, welche reduziert wurden. Hier seht ihr das immer schön durchgestrichen, schön aufgelistet. Zum Beispiel Geofighter, Light Wars ist gerade vergünstigt. Es ist leider alles auf Englisch, aber ich denke nicht, dass das so ein großes Problem sein wird. Ihr könnt hier noch durch Screenshots durchswitchen. Und hier seht ihr gerade ein Problem, was öfters auftaucht. Hier oben ist jetzt der Balken weg. Ich kann hier nicht mehr zurückgehen. Das kann man aber beheben, indem man hier einfach mal auf das Bild tippt und das dann wieder zurück macht. Schön, dass ich euch das ja auch jetzt nochmal zeigen wollte. Man kann das jetzt auch zu den Favoriten hinzufügen. Ihr könnt hier noch sehen, welche Apps hier gerade neu sind. Das funktioniert dann genauso, paid und free. Ihr könnt Autoren blocken, wenn euch die nerven. Und jetzt habt ihr hier, seht ihr unten die 3. Das heißt, im Moment sind hier 3 reduziert. Ja, und ich habe hier ziemlich viel drin. Ich müsste mal wieder aufräumen. Und natürlich auch eine Suchfunktion, damit ihr Apps direkt hinzufügen könnt. Das ist mein Platz Nummer 1, weil mit dieser App habe ich schon so viel Geld gespart und ich würde sie auch jedem empfehlen. Das muss eigentlich auf jedem iPod drauf sein. Und iPhone natürlich auch. Und ja, das waren meine Top 10 Apps, also Programme. Ich hoffe, ein paar von euch oder ihr könnt ein paar von den Programmen gebrauchen. Ich kann sie alle sehr gut gebrauchen. Die sind schon sehr, sehr lange auf meinem iPod und besonders, sie sind kostenlos, ladet euch die einfach mal runter.
Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Spaß, abonniert mich, kommentiert das Video. Bis dann!